Open. Interview mit Experten und Expertinnen. Für was wurde Open genutzt? Die Plattform wird für die verschiedensten Kontexte genutzt. Interne Organisationsabstimmungen, politische Bildung, Mitgliederkonsultationen, Entscheidungsfindung, Texten, Umfragen erstellen etc. Allerdings ist für die Nutzung die Kreativität der Initiatorinnen entscheidend. Zur Vorbereitung von Gremiensitzungen und Arbeitstreffen. Sammlung von Ideen und Vorschlägen für die Überarbeitung von Unterlagen und Konzepten. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Insgesamt positive Erfahrungen mit dem System. Allerdings zeigte sich auch, dass es von vielen potenziellen Teilnehmenden wohl eher als Mehrarbeit empfunden wird, sodass die Beteiligung unter den Erwartungen blieb. Anfänglich schwierig, dann aber mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen von Open gute Erfahrungen mit der Nutzung. Generell sehr positive, da es sich um eine Toolbox handelt, also einen Raum, in dem verschiedene Prozesstypen zusammengebracht werden. Welche Vorteile bietet Open? Schneller Zugriff, Voting-System kann ein Stimmungsbild bieten, niedrige Hemmschwelle. Unterschiedliche Möglichkeiten, Umfragen durchzuführen und gemeinsame Texte zu schreiben. Dazu gibt es noch die App. Gute Möglichkeit, schnelle Meinungsbilder einzuholen, gemeinsam an einem Text zu schreiben und verschiedene Meinungen bzw. Themen zu diskutieren. Bringt bis dato 7 verschiedene Prozesstypen zusammen. Ausführliche Hilfestellung für die Durchführung von Beteiligungsprozessen erhältlich. Möglichkeit, auch nicht öffentliche, also private Abfragen durchzuführen. Hoher Datenschutzstandard. Decision Support Tool hilft bei der Entscheidung, welche Vorlage die richtige ist. Möglichkeit, der Zusammenhang von Online-Prozessen und Vor-Ort-Prozessen abzubilden. Login ist via Facebook oder Google möglich. Deutlich effizienter, als die Themen per E-Mail-Verteiler vorzubereiten. Insbesondere wegen der Struktur. Welche Kritikpunkte sehen Sie? Fehlen einige Funktionen, insbesondere was die Auswertung des Projekts angeht. Notwendigkeit der Registrierung ist eventuell wegen des zusätzlichen Aufwands abschreckend. Bewerbung der Seite ist wie die Bewerbung eines neuen Produktes auf dem Markt. Hinsichtlich der Auswertung stößt das System wohl ab einer gewissen Anzahl von Teilnehmenden und Beiträgen an seine Grenzen. Moderatoren müssen relativ nah am Ball bleiben und können das Projekt nicht erst retrospektiv auswerten, sondern müssen schon währenddessen mitdenken. Wie ist die Handhabung der Plattform? Plattform ist recht intuitiv zu handhaben, allerdings sind manche Punkte nicht selbsterklärend und bedurften einiger Versuche, die richtige Darstellung bzw. Funktion zu finden. Intuitive Handhabung, die noch bis Februar 2018 verbessert wird. Das waren die Meinungen der Experten und Expertinnen. Macht euch auf open.me doch einfach selbst ein Bild. Thank you.